Hallo und willkommen zurück bei Need for Speed Most Wanted. Ja, bevor wir anfangen, muss ich noch zwei Sachen sagen. Das ist eigentlich eine kleine Testaufnahme, in der ich, also diese, ich muss eigentlich nicht zwei Sachen sagen, sondern in dieser Testaufnahme werden zwei Dinge getestet. Erstens, ob ich das Spiel leckfrei spielen kann. Falls ihr mein Infovideo gesehen habt, werdet ihr wissen, was ich meine. Und zweitens wird dieses Video in 1080 gerendert, also in 1080p, sprich Full HD. Dürftet ihr unten vielleicht schon gesehen haben. Ja. Genau. Ich bin mal gespannt, wie gut das Rendern in Full HD funktioniert. Dürfte aber eigentlich keine Probleme geben. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Wir müssen die Nummer 12 Izzy schlagen. Haben wir denn schon irgendwas gemacht? Nein. Würde ich sagen, fangen wir mit dem Meilenstein an. Oder wie viel Geld haben wir denn? 51.000. Wagenauswahl. Was können wir da nochmal machen? Zwei, warte. Möchtest du den extra Verwarnungsgutschein benutzen, um die maximal erlaubten Verwarnungen für deinen Wagen zu erhöhen? Du kannst das Limit auf maximal 5 Verwarnungen erhöhen. Machen wir. Gut, haben wir sonst irgendetwas, was wir haben wollen? Wir können ja versuchen, den erstmal aufzurüsten, also etwas zu upgraden. Mal sehen, ob das klappt. Ob wir da überhaupt was frei haben, um was wir upgraden können. Ach genau, eine Sache wollte ich noch sagen. Diese Seitenränder, die werdet ihr ja sehen, wahrscheinlich. Die kann ich nicht vermeiden, denn mein Sp ich sehe, ich kann das nur verzerrt spielen, weil das Spiel nicht 16 zu 9 erlaubt. Ich mach mal ein bisschen leiser. Ja, und deswegen müsst ihr die Seitenränder tragen, wenn ihr es nicht verzerrt haben wollt. Kann ich nicht alles ein bisschen umsetzen? Mal sehen, wie das jetzt ist. Naja, viel verändert hat sich jetzt nicht. Aber es müsste klappen. Eigentlich wollte ich jetzt auch mit Outer City oder Audio City allgemein, wie es auch immer heißt, ausprobieren. Habe ich jetzt aber noch nicht gemacht, da ich jetzt nicht zu viele Sachen auf einmal testen wollte. Gut, dann gehen wir ab in den Tuning Shop. Haben wir irgendwelche neuen Teile? Ach genau, das wollten wir sowieso nicht verändern. Aber Leistung können wir ja was machen. Motor haben wir nix, erst bei Easy. Getriebe. Nix. Fahrwerk. Nix. Nitro. Auch nichts. Reifen. Ebenfalls nichts. Bremsen. Ebenfalls nichts. Und Turbo. Auch nichts. Also geht es ganz normal so weiter. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den Meilensteinen an. Meilenstein, was haben wir denn? Ramme in einer Verfolgung, ach, Polizeiwagen und Flüchte, um den Meilenstein zu erreichen. Entkomme in einer Verfolgung in weniger als 3 Minuten, um den Meilenstein zu erreichen. Lass dich in eine 4-minütige Verfolgung verwickeln. Entkomme anschließend, um den Meilenstein zu erreichen. Ja, würde ich sagen, wir machen erstmal das hier. Ist ja egal, welches wir starten, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem an. Dann rammen wir einfach diesen Polizeiwagen kaputt. Wir sind ja jetzt auch Level 2. Und wenn wir den kaputt haben, hauen wir ab und sind schon. Der haben schon die 3-minütige Verfolgung fertig. Na, irgendwie, aber ein bisschen leiser muss es wirklich noch. Warum hat er es nicht. Ach, ich muss es übernehmen. Verstehe. Hab ich doch gemacht. Ja, besser. Gut. Keine Ahnung, warum er das eben nicht gemacht hat. Los, komm. Entkommen, 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 entkommen. Und. Boah, ich muss ein bisschen wieder fahren lernen. Wuppa, das war knapp. Gut. Dann haben wir unseren ersten Meilenstein auch schon erreicht. Super, 20.000 Kopfgeld haben wir jetzt bekommen. Und wir haben von Rock eine Nachricht bekommen. Hey, ich habe mich mal umgehört und angeblich wettet diese Mia ganz schöne Summen auf dich. Ich
mag sie nicht. Sie hat auch ein echt langes Register. Die Cops beobachten sie also bestimmt. Halt dich lieber von ihr fern. Ja, sie hat uns ja schon gesagt, dass sie auf uns Wetten platziert. Und ich würde sagen, es ist uns egal. Gut, und dann, ja, ich muss ein bisschen mich wieder einfahren, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Und dann machen wir jetzt diese beiden Meilensteine. So. Schön vorne ran. Gut. Und warten, dann warten wir auch noch auf die anderen. Stylisch. Nein. Ja. Oh, shit. Nein. Komm. Wo sind denn deine Kumpels? Da vorne. Danke. Oh, ich dachte schon fest, es ist zur Seite. Wer ist denn da jetzt reingefahren? Okay, verstanden. 3 Delta 20. Also wir waren das nicht. Nicht gut, gar nicht gut. Gefällt mir nicht sehr. Also. Wo bist du denn? Also irgendwo ist einer. Da. So. Oh, shit. Ah, verdammt. Verdammt, verdammt. Nein. Gut. Ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung, worüber ich quatsch. Ja. Worüber ich quatschen soll. Oh, da ist ein zweiter. Ups, das haben wir zerstört. Die haben es geraumt. War da einer? Oh ja, zwei sogar. Haben wir jetzt hier alle schon gerammt? Ich weiß nicht. So. Jetzt können wir sie, glaube ich, langsam alle zerstören. So. Also die schlauesten Kopf sind das nicht. Meilenstein erreicht, Fahrzeugkontakt. Aber wir müssen ja noch dingsen. Ups, nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Wir müssen noch die 4-Minuten-Verfolgung erreichen. Jetzt kamen wir hier eine fahrende Straßensperre. Nee, das gefällt mir jetzt gar nicht. Komm, gestorben. Mich kriegt ihr nicht so leicht. Ups. Da lang dürfen wir nicht. Ups. Na komm, lasst euch doch rammen. Der eine nimmt die Abkürzung. Für euch frei. Sind unterwegs zu euch. Hier rein. Und springen. Ups, nicht gut. Komm. Ach genau, ja, was ich noch sagen wollte. Ja. Ist, dass ich jetzt... Also, was ich weiß jetzt wahrscheinlich, woran das liegt, dass ich diese Frame-Einbrüche habe. Es liegt wahrscheinlich an der Grafikkarte, die hat einfach nicht genug Speicher. Und deswegen werde ich mir wahrscheinlich in 1,5 Monaten, da dürfte sie billiger sein, da dann die neue Generation rauskommt, eine GeForce GTX 680 von Nvidia holen. Also von Nvidia gibt sie ja nicht, ist nur halt eben der Chip-Hersteller, kennt ihr. Oh, ja, Straßensperre.
gut. Ja, und dann dürfte dann alles wieder gehen. Dann könnten wir wieder eine richtige Let's Plays von moderneren Spielen starten und allem. Gut, und dann haben wir es jetzt auch schon hier geschafft und würde ich sagen, verstecken wir uns. Zap. Perfekt. Dann gibt es dann nur noch diese beiden Dings. Die beiden... wie heißen die? Genau, die beiden Blitzer, die wir jetzt auch machen. Auch wenn wir sie eigentlich gar nicht brauchen, aber wir machen es mit 185 km/h, müssen wir uns blitzen lassen. Alle an der Verfolgung beteiligten Einheiten. Was ist denn kürzer? Ich glaube, hier lang ist kürzer, oder? Naja, also ich meine nicht kürzer, wo man mehr Speed kriegt. Gut, dann hier lang. 185, komm schon. Nicht mehr lange. Gut, schaffen wir locker. 193, super. Ja. Und dann noch den anderen Meilenstein. Und zwar mit 195 müssen wir uns blitzen lassen. Wir sind auch jetzt schon fast bei der Hälfte zu Level 3. Zu den... Oh Gott, wie heißen die? Die hatten auch so einen Namen. Weiß ich jetzt nicht mehr, aber zu dann natürlich der neuesten Stufe von Cops, würde ich sagen. Ist sogar so. Gut, jetzt müssen wir Rennen erreichen. Also, wir haben hier einen Rundkurs, ein Mautstellenrennen, noch ein Mautstellenrennen, ein Sprintrennen, ein Dragrennen, noch ein Radarfallerennen und ein Sprintrennen. Ja, das sind doch eigentlich ganz gute Rennen. Muss ich noch einmal für das Dragrennen, das wir jetzt auch als erstes machen werden. Ich habe vergessen, meinen Timer zu stellen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir aufnehmen. Ich rechne mal mit 10 Minuten. Das soll nämlich so eine Stundenaufnahme, eine Stunde Aufnahme werden. Werde. Wo ist es? Steuerung da. Wo wir hochschalten. Runterschalten brauchen wir gar nicht. Hochschalten ist Plus. Ja, ist blöd für ein Dragrennen. Das da. Das ist doch gut. Geht das eigentlich auch hier? Perfekt, gut dann. Boah, der ist doch richtig gesprungen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das Dragrennen. Kopfrisiko mini. Hallo. Minimal. So. Ich glaube, beim Dragon gibt es sowieso keine Cops, aber mal sehen. Jetzt kriegen wir noch eine kleine Einführung. Beim Drag musst du perfekt schalten. Den richtigen Schaltpunkt erwischst du, wenn der Schaltpfeil grün wird. Lenkt bei dem hohen Tempo im Dragrennen nicht zu stark. Tipp zum Spurwechsel nur kurz in die gewünschte Richtung. Setz dein Nitro zum richtigen Zeitpunkt ein, um dich vor die anderen Fahrer zu setzen. Wenn du in Führung bist, achte auf die Fahrer hinter dir und versuch sie auf ihrer Spur zu blockieren. So, dann haben wir auch schon unsere Einführung. Wenn wir neben jemanden sind, können wir versuchen, den abzudrehen. Ich weiß gar nicht, ob das geht, aber wir werden es probieren. 3, 2... Eins. Ja. Falsche Taste.